Warum nimmst du so langsam ab? Schön, dass du reinschaust ins heutige Video. Ich bin Coach Thorsten und unterstütze Büroathleten und Familienmanager dabei, erfolgreich nachhaltig abzunehmen, ihre Energie wieder zu erlangen und sich einfach wohlzufühlen in ihrem eigenen Spiegelbild und in ihrer Haut. Und das Thema Abnehmen begleitet natürlich viele Menschen, die zu mir kommen, mit denen ich zusammenarbeite, ob mit oder ohne Schilddrüsenprobleme. Da gibt es natürlich unterschiedliche individuelle Voraussetzungen und vielen kann es ja gar nicht schnell genug sein. Und die fragen sich dann, warum nehme ich so langsam ab? Warum geht es bei meinem Freund, bei meiner Freundin schneller? Warum dauert es so ewig bei mir? Ja, das ist immer so eine Sache. Natürlich, wenn du jetzt abnehmen möchtest, in 2 Wochen Hochzeit hast und dann noch 10 Kilo verlieren möchtest, kann es natürlich nicht schnell genug sein und dann möchtest du die 10 Kilo vielleicht vor der Hochzeit noch in den nächsten 2 Wochen runterbekommen. Nur, es ist ganz wichtig, dass du dir das Ganze immer aus dem gesundheitlichen Aspekt siehst. Schnell Gewicht verlieren ist meistens auch irgendwo ein Indikator, dass du schnell wieder Gewicht zunimmst. Und deswegen ist eine schnelle Gewichtsabnahme gar keine gute Sache. Das heißt, hier darfst du auf jeden Fall deine Gesundheit in den Vordergrund stellen. Und ein Körper, ein Gewicht folgt immer der Gesundheit. Das heißt, fokussierst du dich auf Gesundheit, guckst du drauf, dass du dich gesund ernährst, dass du einen gesunden Lifestyle hast, wirst du auch automatisch ein gesundes Gewicht bekommen. Und zu Gesundheit gehören immer viele Aspekte und nicht nur die Ernährung. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass du auch Dinge wie Stress, wie Schlaf, wie alle Mikronährstoffe und hormonelle Balance und Darmgesundheit mit in einen Topf nimmst und alles irgendwo betrachtest und schaust, wo kannst du hier noch ein Schräubchen drehen. Und dann darfst du das Ganze natürlich realistisch sehen. Natürlich gibt es da draußen irgendwelche Coaches, die dir erzählen möchten, dass du diese 10 Kilo in 2 Wochen abnehmen kannst und dann alles cool ist, oder irgendwelche Produktwerbung, die du wahrscheinlich siehst, die dir irgendwelche Mittelchen versprechen, die zeigen, dass du in einem Monat schon 20 Kilo abnehmen kannst oder was auch immer. Da darfst du gerne mal realistisch zurückgehen und in dich schauen, was ist gesund, was ist realistisch. Wenn du es mal auf Kalorien rechnen möchtest, 1 Kilo Körperfett sind ungefähr 7000 Kalorien, was schon eine Menge ist, das Dreifache vielleicht von meinem Tagesbedarf. Das heißt, da darfst du mal schauen, wie kannst du 7000 Kalorien überhaupt einsparen, wie ist das für dich möglich? Und wie du vielleicht aus meinen anderen Videos schon gelernt hast, sind Kalorien ja nicht alles. Darmgesundheit, hormonelle Balance, Mikronährstoffe, Stress, Schlaf, alles Bausteine, die sich gegenseitig beeinflussen. Was in der Zusammenarbeit bei mir immer mal realistisch angesehen wird oder was ich den Menschen vermitteln möchte, kommt natürlich auch darauf an, wie dein Ausgangsgewicht ist. Wenn du jetzt wirklich 180 Kilo stark übergewichtig bist, hast du andere Voraussetzungen, wie wenn es um die letzten 5 oder 10 Kilo geht und du als Frau vielleicht von 70 auf 60 Kilo runter möchtest. Also da kommt es immer auf die Ausgangsvoraussetzungen drauf an. Und ich sag mal, das meiste, was ich halbwegs gesund hinbekommen habe in der Zusammenarbeit mit einem stark übergewichtigen Mann von knapp 200 Kilo, waren in 4 Wochen über 10 Kilo. Ist schon machbar und möglich. Natürlich ist da viel Wasser dabei, natürlich sind da auch ein paar Gramm Muskelmasse dabei, kein Thema. Das ist einfach so. Nur, wie gesagt, wenn, je nach Ausgangszustand, wenn du als durchschnittlich übergewichtiger Mensch abnehmen möchtest, rechne mal ungefähr ein halbes bis ganzes Kilo pro Woche, was durchaus realistisch ist, wenn du verschiedene Stellschrauben drehen kannst. Stellschrauben wie natürlich Ernährung, wie einen guten Schlaf, wie ein Stressmanagement, wie das Optimieren von Nährstoffen, dass der Stoffwechsel auch gut funktioniert, gehört da alles irgendwo dazu. Und wenn du da ein paar Schräubchen drehst, wenn du das langfristig planst und entsprechend gut angehst, und dann wirst du auch du mit realistischen Zahlen hier arbeiten können und dein Gewicht auf jeden Fall erreichen. Und das Wichtige ist ja nicht nur das Erreichen, das schaffen viele relativ schnell, sondern danach auch das Halten. Weil das hat natürlich viel mit Gewohnheiten zu tun, Gesundheit, Ernährung, Abnehmen beginnt zwischen den Ohren. Und da ist es ganz wichtig, dass du das wirklich als Prozess siehst, dass du deine Gesundheit als Prozess nimmst und dass du dich da priorisierst und die Gewohnheiten dir zu eigen machst und aneignest. Ja, das bringt ja nichts, wenn du erst mal 3 Wochen abnimmst und dann das Doppelte in den nächsten 2 Wochen wieder zugenommen hast. Mir geht es ja immer um die Gesundheit, dass du dich da schnell wohlfühlst und nicht gerade irgendwie für die Hochzeit oder für den Urlaub da schnell kurz vorher noch abnehmen möchtest. Das sind üblicherweise auch Dinge, die kannst du lange vorher planen und deine Gesundheit
entsprechend drauf ausrichten, wie du mit deinem Gewicht dorthin kommst, wo du möchtest. Und wenn du das Ganze jetzt ganzheitlich angehen möchtest und immer noch Herausforderungen hast, wenn es dir nicht schnell genug geht, lass uns einfach mal unverbindlich sprechen, wo du stehst, wo du hin möchtest. Buch dir dazu einfach einen unverbindlichen, kostenfreien Termin in meinem Kalender. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Und ich bedanke mich bei dir, dass du bis zum Ende reingeschaut hast. Lass einen Daumen da und wir bleiben in Kontakt. Bis bald.